Vielen Dank, Frau Kollegin Hamann. Als nächstes spricht der Abgeordnete Schalauske für die Fraktion DIE LINKE. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer! Die Regierungserklärung heute trägt den Titel »Gemeinsam für ein starkes Europa«. Aber wie ist es denn um diese beschworene Gemeinsamkeit und um die beschworene Stärke bestellt? Niemand, aber auch niemand wird bestreiten, dass die Europäische Union aktuell in einer tiefen Krise steckt. Vielleicht handelt es sich sogar um die schwerste Krise der europäischen Integration überhaupt. Diese Krise ist in aller Munde. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung diskutiert darüber, zerfällt Europa. Joschka Fischer, für ihn scheint der Krisenmodus die neue Normalität Europas geworden zu sein. Und weil es hier im Hessischen Landtag häufig vorkommt, dass kritische Stimmen zur Europäischen Union eher in eine Ecke gestellt werden, möchte ich einen anderen prominenten Kritiker ins Feld führen. Sogar Papst Franziskus hat deutlich gemacht, wie sehr er um den Zustand in Europa besorgt ist. So kritisiert der Papst den wachsenden Nationalismus und Rassismus und ruft zu Offenheit gegenüber Flüchtlingen und ihren Kulturen auf. Menschen dürfen nach Meinung des Papstes nicht nach Belieben ausgewählt oder entsorgt werden. Mit Blick auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung spricht er von hässlichen Wunden Europas, die ihrerseits zum Legitimationsverfall des europäischen Projektes beitragen. Dazu zählt der Papst auch zunehmende Armut und hohe Arbeitslosigkeit, vor allem der jungen Menschen. Und er mahnt die Regierenden, dass Europa nicht eine Ansammlung von Institutionen oder Zahlen sein darf, sondern aus Menschen bestehe. Meine Damen und Herren, wahre Worte, wie ich finde, trifft dieser Papst zur Situation in Europa. Und die soziale Spaltung in Europa schreitet voran. Innerhalb der Länder, zwischen Arm und Reich, aber auch zwischen den Staaten, zwischen Nord und Süd und zwischen Ost und West. Die Wirtschafts- und Finanzkrise, von manchen auch Eurokrise genannt, ist noch längst nicht überwunden. Große Volkswirtschaften wie Frankreich, Italien und Spanien stagnieren. Und die wirtschaftlichen Ungleichgewichte in Europa nehmen zu. Zwischen den Staaten in Südeuropa grassieren seit vielen Jahren Armut und Rekordarbeitslosigkeit. Und wer diese soziale Spaltung, die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise und die wirtschaftlichen Ungleichgewichte, nur wer diesen Dingen den Kampf ansagt, wer den Menschen wieder Hoffnung gibt, dass Europa dazu beitragen kann, Armut und Arbeitslosigkeit zu überwinden und die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern, der wird das Gemeinsame in Europa stärken können, meine Damen und Herren. Und der Leitspruch der EU hat lange gelautet, eine immer engere Union. Aber spätestens mit dem Votum der Menschen in Großbritannien für den Brexit ist deutlich geworden, dass dieses Motto nicht mehr der Realität entspricht und dass sich viele Menschen von der Europäischen Union abwenden. Und was in dieser ernsten Situation fragt man, womit hat sich die hessische Landesregierung seit dem Brexit eigentlich beschäftigt? Hat sie Überlegungen angestellt, wie der Zerfall Europas abgewendet werden kann, wie die europäische Idee wiederbelebt werden kann? Oder aber hat sie nur möglichst viele wirtschaftliche Vorteile für Hessen, für hessische Unternehmen, für die Bankenmetropole Frankfurt aus dem Brexit rausholen wollen? Hat sie möglichst viele gut verdienende Banker aus der City of London nach Frankfurt locken oder aber den Sitz einer EU-Institution unbedingt ans Land ziehen wollen? Letzteres hat ja bekanntlich nicht geklappt. Ich habe den Eindruck, die Landesregierung, der ging es nicht in vorderster Linie um den europäischen Gedanken, sondern es ging leider ganz kleinlich um den eigenen Vorteil. Darum im gnadenlosen Standortwettbewerb und im Konkurrenzkampf zwischen den EU-Regionen den Finanzplatz Frankfurt und die hessische Wirtschaft zu stärken. Ich finde, wir bräuchten endlich eine Landesregierung, die nicht kurzfristig auf eigene Vorteile zulasten der europäischen Nachbarn schielt, sondern sich mit aller Kraft für den sozialen Ausgleich in Europa einsetzt. Meine Damen und Herren, unermüdlich werden dann in der Krise die europäischen Werte beschworen. Aber wie ist es denn in der Realität um diese Werte bestellt?
An den EU-Außengrenzen werden noch immer Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit mit Füßen getreten. Diese Problematik trifft auch nicht nur einige wenige rechte Regierungen, wie etwa die in Ungarn, sondern doch überall in Europa wird die Flüchtlingspolitik verschärft. Um die Festung Europa werden immer höhere Zäune und Mauern errichtet, und man sieht dabei zu, wie Jahr für Jahr Tausende Menschen auf der Flucht vor Unterdrückung und Elend ums Leben kommen. Ich finde, damit muss Schluss sein. Wer die europäischen Werte ernst nehmen will, der muss Fluchtursachen bekämpfen, aber und eben nicht welche schaffen. Der muss das Sterben an den europäischen Außengrenzen beenden und endlich für sichere Fluchtwege nach Europa sorgen. Also, das Gemeinsame scheint es sehr schlecht bestellt in diesem Europa. Deswegen wenden sich viele Menschen von der Europäischen Union ab. In vielen Ländern sind rechtsnationalistische Parteien auf dem Vormarsch, während die sich marktkonform transformierte Sozialdemokratie europaweit im Niedergang sich befindet, aber auch die politische Linke, die sozialistische Linke, bis auf wenigen Ausnahmen kaum in die Offensive kommt. Die Regierungsbildung in Italien ist ja nur eines der Beispiele für diesen Zustand. Aber reden wir über die Rolle Deutschlands in Europa. Vor 65 Jahren, nur wenige Tage nach dem Zweiten Weltkrieg, rief Thomas Mann in einer Rede in Hamburg Studierenden zu nach einem europäischen Deutschland und niemals wieder nach einem deutschen Europa zu streben. Heute aber, heute warnen viele vor einem deutschen Europa, nicht zu Unrecht. Jetzt wird in Europa Deutsch gesprochen, verkündete 2011 der damalige CDU-Fraktionschef Kauder. In vielen EU-Ländern wächst die Wut über die Rolle Deutschlands. Jahr für Jahr wird sich hierzulande daran berauscht, Deutschland ist Exportweltmeister. Das bedeutet aber auch, dass es zu erheblichen wirtschaftlichen Ungleichgewichten in der EU kommt. Der Außenhandelsüberschuss Deutschlands ist doch ein wesentlicher Grund für die Verschuldung der wirtschaftlich schwächeren Staaten. Und dass Deutschland oder genauer genommen die deutschen Unternehmen so gut dastehen, das liegt doch vor allem an dem Lohndumping und dem Druck auf die Beschäftigten in unserem Land. Während die Reallöhne seit 20 Jahren kaum gestiegen, in den unteren Lohngruppen sogar gefallen sind, wurden die Renten auf das niedrigste Niveau der Industriestaaten gesenkt und unsere Krankenversicherung immer weiter ausgehöhlt. Ich kann es Ihnen hier nicht ersparen. Mit der Agenda 2010 hat doch eine ganz große Koalition von allen hier, außer der LINKEN im Landtag vertretenen Parteien, einen gigantischen Niedriglohnsektor geschaffen und dafür gesorgt, dass Millionen Menschen trotz harter Arbeit und trotz des Mindestlohns, der ja nur eine kleine Korrektur darstellt, ein Schritt in die richtige Richtung, in der Höhe aber deutlich zu niedrig, trotz harter Arbeit nicht von ihrem Lohn leben können. Und dass Millionen Menschen, die keine Arbeit haben, von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen sind. Und, meine Damen und Herren, Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen. Diese Politik ist eine zentrale Ursache für die Fehlentwicklungen in Deutschland und Europa. Das Dramatische ist doch, von dieser Politik haben allenfalls die oberen 10% profitiert. Aber anstatt hier in unserem Land etwas zu ändern, hat die deutsche Regierung etwas ganz anderes gemacht. Auch aufgrund der deutschen Regierungspolitik und dieser Politik verschuldeten EU-Staaten hat man anderen Ländern Austeritätsprogramme diktiert, die sie annehmen müssen und mussten, um den Staatsbankrott zu vermeiden. Ich finde, wir müssen unseren Blick noch einmal lenken auf die Folgen dieser desaströsen Politik. Schauen wir beispielsweise nach Griechenland, wo eine linke Regierung durch die Politik der EU-Troika in die Knie gezwungen worden ist. Was ist in Griechenland passiert? Auf Geheiß der EU und vor allem der deutschen Bundesregierung sind der Sozialstaat demontiert, Löhne und Renten gekürzt und die Rechte der arbeitenden Bevölkerung weiter geschleift, öffentliches Eigentum verscherbelt worden. Jetzt meinen einige, Erfolgsmeldungen in Griechenland zu vermelden, aber die Jugendarbeitslosigkeit liegt weiterhin auf einem Rekordniveau von 42,5%. Die ach so europäische, pro-europäische Politik, die hier und andernorts oft beschworen wird, die hat, ich kann es nicht anders sagen, den griechischen Sozialstaat zu einem Trümmerhaufen verkommen lassen.
Und wenn wir bei Griechenland sind, dann müssen wir natürlich auch über Hessen reden. Denn es gibt eine Verbindung, die führt von Griechenland direkt nach Hessen. Und da rede ich über die Fraport AG, einem Global Player, der sich mehrheitlich in öffentlichem Eigentum befindet. Und ausgerechnet ein Unternehmen, das sich mehrheitlich in öffentlichem Eigentum befindet, wurde zum Nutznießer einer von Deutschland angeordneten Privatisierung. Fraport konnte sich 14 griechische Flughäfen unter den Nagel reißen. Und die Fraport-Manager, was machen die denn heute? Die freuen sich über Millionengewinne dank dieser erzwungenen Privatisierung und sind sich dennoch nicht zu schade, den griechischen Staat auch noch auf Schadensersatz zu verklagen. Und von der Landesregierung gab es zu diesem Beutezug kein einziges kritisches Wort. Ich kann nur dabei bleiben, als Hesse kann ich mich für diese Politik nur schämen. Öffentliches Eigentum, ob in Griechenland, Deutschland oder Hessen, das darf man nicht verscherbeln, meine Damen und Herren. Und während in Griechenland die neoliberale Politik von Deutschland angeordnet wurde, ahmen auch andere Regierungen diesem deutschen Vorbild eifrig nach. Wir haben ja nun heute schon über Frankreich und über Emmanuel Macron gesprochen. Da erinnere ich mich noch zu gut daran, wie Sie alle hier vor einem Jahr, kurz vor der Präsidentenwahl in Frankreich, den heutigen Präsidenten Emmanuel Macron gefeiert haben. Ich habe damals schon ein bisschen Wasser in den Wein gegossen und vor der Politik des ehemaligen Investmentbankers gewarnt. Für viele, das ist auch heute in der Debatte deutlich geworden, gilt Macron noch als guter Europäer. Doch ich finde, statt ihn an seinen wohlfeilen Worten zu messen über Europa und diesen Worten zu lauschen, sollte man ihn an seinen Taten messen, an seinen Taten. Und was hat Macron seit seiner Wahl in Frankreich unternommen? Was hat er, wenn Sie das schon wissen, ich werde es Ihnen jetzt aber noch einmal sagen. Er hat massive Steuersenkungen unternommen für die ökonomischen Eliten. Über 12 Milliarden € werden die reichsten 10% in Frankreich in diesem Jahr an Steuern sparen. Er hat eine Strafsteuer oder er will eine Strafsteuer für vermögende Unternehmer und Topmanager, die ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen wollen, die will er abschaffen. Bei öffentlichen Ausgaben will er die gigantische Summe von über 60 Milliarden € bis zum Ende seiner Amtszeit einsparen. Man könnte von einer Art Agenda 2010 oder auch Operation düsterer Zukunft à la Française sprechen. Betroffen sind Krankenhäuser, Schulen und öffentliche Wohnungsbauunternehmen. 120.000 Stellen im öffentlichen Dienst sollen verschwinden. Die französische Staatsbahn SNCF soll privatisiert, die Beschäftigungsverhältnisse dereguliert werden. Aber das Gute ist, gegen diese Pläne laufen die Gewerkschaften Sturm. Seit Wochen wird in Frankreich gestreikt. Die Streikbeteiligung ist so hoch wie lange nicht mehr. Widerstand gegen die Pläne Macrons rühren sich aber auch an den Universitäten. Dort soll der Hochschulzugang nur noch jungen Abiturienten ermöglicht werden, die inneruniversitäre Auswahlverfahren bestehen. Und für den 26. Mai haben zahlreiche Organisationen aus der Zivilgesellschaft, aus der Politik, aus dem Gewerkschaftsspektrum zu einem frankreichweiten Protesttag, zu einer Marée populaire, Flut des Volkes, aufgerufen, um Macron für seine antisozialen Politik die rote Karte zu zeigen. Für uns ist klar, die Solidarität der Linken gilt all den Menschen in Frankreich, die sich gerade gegen diese neoliberalen Reformen wehren. Und wir wünschen ihrem Protesttag großen Erfolg. Kommen wir noch zu einem anderen wichtigen Datum. Am 24. Juni finden in der Türkei vorgezogene Neuwahlen statt. In der Türkei herrscht ein Ausnahmezustand und ein Klima der Angst. Davon konnte sich eine Delegation der Europaministerin, auch der auch Abgeordnete des Hessischen Landtags teilgenommen haben, ich auch konnte daran teilnehmen, vor wenigen Wochen in Ankara überzeugen. Die Frau Ministerin hat es angesprochen. Die Türkei befindet sich unter dem Autokraten Erdogan auf dem Weg in eine islamistische Präsidialdiktatur. Das Regime geht mit großer Härte. Wir kommen mal noch gut zu den Freunden von Erdogan. Müssen Sie nur aufpassen. Das Regime geht mit großer Härte gegen Journalisten, Demokraten und Regimekritiker vor. Über 125.000 Menschen haben ihre Arbeit verloren. Über 70.000 Menschen sitzen im Gefängnis. Im Südosten der Türkei wird ein blutiger Krieg gegen die Kurdinnen und Kurden geführt. Es sterben tagtäglich Menschen. Häuser werden zerstört. Und Anfang des Jahres überfiel die türkische Armee den kurdischen Kanton Afrin in Nordsyrien.
ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, wie nicht nur die LINKEN sagen, sondern der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages feststellt. Und im Übrigen, zum Einsatz kamen da auch deutsche, in Deutschland hergestellte Leopard-2-Panzer, deren Panzer, die zum Teil auch in Hessen hergestellt worden sind. Und ich würde mir wünschen, dass die Landesregierung mindestens einmal dieses Problem zum Anlass nehme, das Friedensgebot der Hessischen Verfassung wieder stärker zu beachten und ernsthafte Projekte für Rüstungskonversion und gegen Rüstungsproduktion zu unternehmen. Aber kommen wir zu den Freunden von Erdogan, weil das hier aufgerufen wurde. Was macht denn die Bundesregierung? Sie kritisiert zwei Fußballspieler, die sich mit dem türkischen Autokraten getroffen haben. Damit wir uns nicht falsch verstehen, die Kritik ist berechtigt. Aber wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Steinen werfen. Wer selbst Erdogan im Wahlkampf hofiert, wer Waffen an seinen NATO-Vasallen liefert, wer trotz Ausnahmezustand militärisch und geheimdienstlich kooperiert, dessen Kritik an der autoritären Entwicklung in der Türkei, die bleibt am Ende völlig unglaubwürdig, meine Damen und Herren. Das gilt für die Bundesregierung wie für die Hessische Landesregierung. Aber ich möchte ausdrücklich würdigen, dass die Frau Europaministerin und auch die gesamte hessische Delegation endlich auch zu Gesprächen mit der Partei HDP zusammengetroffen ist. Das Ausmaß der Repression, der die HDP ausgesetzt ist, ist erschreckend. 9 HDP-Abgeordnete sitzen in Haft, darunter sogar ihr Präsidentschaftskandidat Selahattin Demirtas. 11 HDP-Abgeordnete haben ihr Mandat verloren. Auch hunderte kommunale Abgeordnete wurden verhaftet oder aus ihren Ämtern entfernt. Ich finde, die Repressionen gegen die HDP wie auch gegen die anderen demokratischen Kräfte in der Türkei müssen endlich beendet werden, ebenso wie die Kriminalisierung der kurdischen Bewegung in Deutschland. Und deswegen ist ein Kurswechsel in der Türkei-Politik so dringend nötig. Angesichts von gravierenden Menschenrechtsverletzungen, angesichts eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges, da darf es doch kein Weiter-so mehr geben. Um Druck auf das AKP-Regime auszuüben, müssen die polizeiliche und die militärische Zusammenarbeit mit diesem NATO-Land endlich eingestellt und alle Rüstungsexporte in die Türkei gestoppt werden. Und ich glaube, man muss den Worten dann auch Taten folgen lassen. Man kann nicht einerseits die Menschenrechtslage und die Zustände in der Türkei kritisieren und andererseits immer wieder die wirtschaftlichen Beziehungen zur Türkei betonen. DIE LINKE jedenfalls steht fest an der Seite der HDP. Linke Abgeordnete werden als Wahlbeobachter am 24. Juni in der Türkei sein, um Wahlmanipulationen zu dokumentieren und so wenigstens einen ganz kleinen Beitrag dafür leisten, dass der Ablauf der Wahl möglichst gerecht stattfinden kann, was unter den Bedingungen des Ausnahmezustands ohnehin kaum der Fall sein wird. Also die Europäische Union, ihre Mitgliedsländer und ihre Mitgliedsländer, die halten aus ökonomischen und geostrategischen Gründen an der Partnerschaft mit der Türkei unter Erdogan fest. Und diese Motive, und das ist auch ein Problem der Europäischen Union, die treiben eben die Verantwortlichen auch in anderen Bereichen um. Es steht eine weitere Militarisierung der EU auf der Tagesordnung. Aufgeschreckt von den unberechenbaren Eskapaden des US-Präsidenten Trump, der die Welt per Twitter regelmäßig an den Rand einer furchtbaren Katastrophe bringt, soll jetzt eine stärkere europäische Eigenständigkeit in den Mittelpunkt gestellt werden. Auch das durchzog ja hier mehrere Redebeiträge. Wobei der völkerrechtswidrige Waffengang der USA, Großbritanniens und Frankreichs gegen Syrien, der ja auch von der Bundesregierung begrüßt wurde, zeigt ja, wie weit es her ist mit der europäischen Eigenständigkeit. Aber trotzdem soll die europäische Militarisierung vorangebracht werden unter dem Kürzel PESCO, Permanent Structured Cooperation. Dahinter versteckt sich nichts anderes als der Wunsch, als Antwort auf die weltpolitische Situation die EU militärisch zum Global Player zu machen und weiter an der Rüstungsspirale zu drehen. Und weil es hier auch schon angesprochen wurde, man kann darüber streiten, ob die Europäische Union in erster Linie zur Sicherung des Friedens gegründet worden ist. Aber man sollte nicht vergessen, dass die europäische Idee einst auch als Antwort auf die blutigen Schrecken und die mörderische Barbarei zweier Weltkriege entstanden ist.
Und die Lehren daraus, die können doch nicht sein, auf Aufrüstung und Militär zu setzen, sondern es muss endlich an der Zeit sein, eine Friedens- und Entspannungspolitik voranzubringen. Das ist die Lehre aus dem 20. Jahrhundert und nicht noch mehr Geld für Rüstung zu verschwenden. Kommen wir jetzt am Ende noch einmal auf das Grundproblem, nämlich die fehlerhafte Konstruktion der Europäischen Union. Die europäischen Werte manifestieren sich eben in der real existierenden EU nicht in Wohlstand, sozialer Sicherheit und Frieden für alle Menschen, sondern in der EU wird die Freiheit des Marktes zum hehren Ziel erklärt und das hohe Lied des Wettbewerbs gesungen. Aber was ist das für ein Europa, in dem die sozialen Interessen der Menschen diesen Zielen untergeordnet werden? Was ist das für ein Europa, in dem der Neoliberalismus, der die Freiheit des Marktes über alles stellt, in den EU-Verträgen festgeschrieben ist? Was ist das für, ist das ein Europa der Menschen, oder ist es dann doch letztlich ein Europa der Unternehmen, der Banken und Konzerne? Was haben denn die meisten Menschen in Europa davon, dass Märkte dereguliert, öffentliche Dienstleistungen privatisiert und die Finanzmärkte liberalisiert wurden? Und was ist an einer Politik pro-europäisch, welche Europäer einem gnadenlosen Wettbewerb, einem Race to the Bottom, um die billigsten Löhne, die niedrigsten Standards und das größte Steuerdumping aussetzt? Und dann wundert man sich noch, dass die Menschen sich von Europa abwenden. Wir jedenfalls bleiben dabei, wer eine proeuropäische Politik entwickeln möchte, der muss die neoliberalen EU-Verträge überwinden und Europa neu begründen, so wie es Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, Intellektuelle und Aktive aus sozialen Bewegungen seit Jahren und Jahrzehnten fordern. Dazu braucht es eine Änderung der Vertragsgrundlagen und einen Vorrang von sozialen Grundrechten und öffentlichem Eigentum vor Binnenmarktfreiheiten und Wettbewerbsregeln, ein öffentliches Investitionsprogramm, das wirtschaftliche Ungleichgewichte abbaut und die Lebensbedingungen der Menschen in Europa angleicht. Es braucht ein Ende der Kürzung und Austeritätspolitik, eine Angleichung der Wirtschafts- und Sozialpolitiken, ein Ende des Steuerdumpings und ein Austrocknen der Steueroasen und dazu habe ich argumentiert, ein Ende der Militarisierung der Europäischen Union und ein Europa, das sich für Frieden, Abrüstung und Entspannung einsetzt, auch mit dem europäischen Nachbarn Russland. Und die Mauern und Zäune der Festung Europa müssen eingerissen werden. Wenn also, Frau Ministerin, es in Hessen gemeinsam für ein starkes Europa heißen soll, dann muss sich aus unserer Sicht die Politik der Landesregierung wie auch die Politik der Bundesregierung ändern. Das kurzsichtige Schielen auf wirtschaftliche Vorteile für Hessen oder Deutschland, das muss ein Ende haben. Was wir brauchen, ist eine proeuropäische Politik. Und Europa und Hessen werden nur dann stark sein, wenn sich viele Menschen in Hessen gemeinsam für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Solidarität in Hessen, Deutschland und Europa stark machen. Dazu lade ich Sie alle ein, Ende Oktober nach Kassel zu kommen. Dort findet ein Attac-Kongress für ein solidarisches Europa statt. Das ist der Ort, wo ein Europa von unten, der Menschen und nicht eines der Banken und Konzerne entsteht. Vielen Dank, Herr Schalauske. Als nächstes spricht für die Fraktion der Freien Demokraten Herr Kollege Lenders. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, man hat ja selten eine Regierungserklärung, wo so wenig dann über den Hessenbezug gesprochen wurde wie an dem heutigen Tage. Aber Herr Schalauske, das, was Sie mit Ihrer Rede hier geschafft haben, das hat wirklich einen besonderen Schmankerl. Ich will nicht wirklich meine gesamte Redezeit mit Ihnen verschwenden, wobei es wäre Grund genug. Aber Herr Schalauske, Sie müssen sich natürlich schon einmal fragen, die linke Regierung in Griechenland, ob sie wirklich so dermaßen fremdbestimmt ist. Also, wenn das wirklich der Fall wäre, könnte ja die griechische Regierung auch einfach zurücktreten und würde den Platz ja frei machen, wenn das ja alles so böse ist, was andere hier da so aufschreiben. Aber Herr Schalauske, eins, und das können Sie gar nicht wegdiskutieren, dass bei Ihrem Vortrag, den Sie gerade gehalten haben, ist Ihnen eigentlich klar, dass Griechenland einer der wenigen Länder ist, die die Vorgaben von Donald Trump tatsächlich erfüllen und mehr als 2% ihres Bruttoinlandsproduktes für die Rüstungsausgaben ausgeben. Ist Ihnen das eigentlich klar?
Damit bin ich allerdings bei Ihnen dann hoffentlich auch schon durch. Es ist wirklich schon abenteuerlich, was Sie hier zu Europa gesagt haben, meine Damen und Herren, weil es einen großen Teil der Rede der Ministerin eingenommen hat, möchte ich auch ganz kurz auf das Verhältnis zur Türkei eingehen. Es wird Sie nicht überraschen, dass wir Freien Demokraten auch weiterhin keine Zukunft der Türkei in der EU sehen. Die Entwicklungen in den letzten beiden Jahren haben laufend den gemeinsamen europäischen Werten, so wie sie z.B. in den europäischen Menschenrechtskonventionen rechtlich bindlich niedergelegt sind, zuwidergelaufen. Wir fordern daher von der Bundesregierung und der EU, die Verhandlungen mit der Türkei in der bisherigen Form zu beenden, die EU-Zahlungen für den Beitrittsprozess zu stoppen und die Beziehungen mit der Türkei auf eine neue Grundlage zu stellen. Meine Damen und Herren, das wären klare Worte, die hätte ich mir bei aller Kritik, die Sie berechtigt hier angeführt haben, Frau Staatsministerin, das hätte ich mir von einer Landesregierung als Aussage gewünscht. Stichwort gemeinsame europäische Werte will ich auch für den Umgang untereinander in der Europäischen Union noch einmal aufgreifen. Richtig ist, die europäischen Werte gelten auch für alle Mitgliedstaaten. Daher ist es richtig, Entwicklungen in Polen und in Ungarn zu beobachten und Verstöße gegen die europäischen Verträge und der EU-Grundrechtscharta zu ahnden. Aber, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört von Frau Staatsministerin Puttrich. Sie hat es in diesem Kontext in ihrer Rede, ich habe es extra, es ist uns schriftlich mitgeteilt worden, und Sie haben es auch gesagt, Sie sagen, dass solche Länder bei dem Beitritt überprüft werden müsste, ob es noch richtig ist, dass diese Staaten noch weiterhin Mitglied in der Europäischen Gemeinschaft bleiben dürfen. Frau Puttrich, Frau Staatsministerin, glauben Sie das wirklich in Richtung Polen so sagen zu können? Glauben Sie das wirklich bei der Entwicklung, die wir in Italien haben, so sagen zu können? Glauben Sie das wirklich, dass wir das bei Ländern wie in Ungarn so sagen können? Glauben Sie es allen Ernstes, bei einer neuen Bundesregierung in Österreich so sagen zu können, dass diese Mitgliedsländer in der EU bleiben können? Ich glaube, dass wir vielmehr in den Dialog treten müssen und uns damit auseinandersetzen müssen, was diese Länder zu solch einer Position treibt. Meine Damen und Herren, das wäre aller Ehren wert. Darauf hat auch diese Landesregierung, diese Regierungserklärung überhaupt keine Hinweise geliefert, zu sagen, wir wollen überprüfen, ob diese Staaten Mitglied in der EU bleiben dürfen, und wo sie dann gleichzeitig dann doch dann eher einen Kuschelkurs mit der Türkei hier angestrebt haben. Das kann ich nicht nachvollziehen. Europa kann nicht erfolgreich sein, wenn es nicht durch die Bürger getragen wird. Das ist nicht nur eine Frage des Kopfes, das ist auch eine Herzensangelegenheit. Die Bürgerbewegung Pulse of Europe zeigt eindrucksvoll, wie viele pro-europäisch denken und mitgestalten wollen. Was wir jetzt brauchen, sind weniger Zuschreibungen oder Zustandsbeschreibungen, sondern wir brauchen vielmehr entschlossenes Handeln für Europa. Es waren immer die großen Fragen, bei denen sich die Menschen dann auch bei Europa wiedergefunden haben. Kein Mensch übt heute Kritik daran an der Reisefreiheit. Kein Mensch übt Kritik an der Frage der einheitlichen Währung. Meine Damen und Herren, es übt auch kaum ein Mensch Kritik an einem funktionierenden Binnenmarkt. Das sind immer diese Dinge, wenn es um die großen Sachen ging, wo sie auch die Menschen in Europa dafür begeistern konnten und wo sich die Menschen auch für Europa eingesetzt haben. Deswegen ist es wirklich dringend notwendig, dass wir mehr Gemeinsamkeit z.B. in der Außen- und Sicherheitspolitik brauchen. Das sind die Fragen, wo Sie die Menschen auch wieder mitnehmen können. Meine Damen und Herren, unsere gemeinsame Währung, solide gemeinsame Währung statt, wir brauchen eine solide gemeinsame Währung statt einer weiteren Verschuldungshilfe. Führen wir die Diskussion weiter in Richtung Verschuldungshilfe. Damit betreiben Sie allerdings dann tatsächlich das Geschäft der Europagegner und der Populisten. Wir brauchen
einen europäischen Binnenmarkt, hier konkret bei der Energie und bei der Digitalisierung. Thorsten Schäfer-Gümbel hat vieles Richtiges dazu gesagt. Wir brauchen einen funktionierenden Binnenmarkt, auch was z.B. den CO2-Ausstoß anbelangt. Wir brauchen Europa, wenn es um den Klimawandel geht. Und, meine Damen und Herren, in der Handelspolitik, es reicht ja nicht aus, wenn wir sagen, dass Donald Trump ein Irrläufer ist, wenn er sagt, dass er weniger Freihandel will. Meine Damen und Herren, wir müssen dann Freihandel von mir aus auch mit fairen Instrumenten auch begleiten. Aber, meine Damen und Herren, dass die EU vor allen Dingen eine Freihandelszone ist, das sollten wir dabei nicht vergessen. Und dann hätte ich dann schon ganz gerne an dieser Stelle gewusst von der Landesregierung bei dieser interessanten Frage, wie steht denn die schwarz-grüne Landesregierung zu dem Abkommen CETA mit Kanada, meine Damen und Herren. Dazu, Frau Puttrich, haben Sie nämlich leider überhaupt nichts gesagt. Wir brauchen mehr Gemeinsamkeit. Wir brauchen mehr Gemeinsamkeit z.B. in der Flüchtlingspolitik und in der Außen- und Sicherheitspolitik. Die Fragen, die wir doch erlebt haben, wir können ja nicht Binnengrenzen abbauen und dann die Länder, die Partnerländer, dann am Ende mit den Problemen alleine lassen. Die Flüchtlingskrise, wie wir sie erlebt haben, dass die Italiener, dass die Griechen, dass die Spanier irgendwann sagen, bitte schön, da geht es durch nach Deutschland. Meine Damen und Herren, da brauchte man kein Hellseher sein. Die Bundesregierung hat lange Zeit zugeschaut bei den Problemen, die Italien, Griechenland und Spanien dort an den Außengrenzen hatten, und hat sie alleine gelassen. Meine Damen und Herren, wir brauchen am Ende auch eine Subsidiaritätskontrolle durch die nationalen Parlamente. Das, was hier überhaupt nicht angesprochen worden ist, ist das, was ist denn unsere Aufgabe als Hessischer Landtag? Und wir müssen feststellen, dass es im Bundesrat nur höchst selten gelingt, sich mehrheitlich auf das Instrument der Subsidiaritätsrüge zu verständigen. Dann aber nach Fristablauf nahezu einstimmig kritische und ablehnende Stellungnahmen des Bundesrates. So wird das Instrument der Rüge und mithin einer der wenigen Einflussmöglichkeiten der Länder, der regionalen Parlamente, entwertet. Subsidiarität ist ein zentraler Kern der europäischen Idee, und deren Einhaltung führt zu mehr Gemeinsamkeit, weil dann jede Ebene einbezogen wird und jede Ebene vor allem auch ihre Stärken einbringen kann. Dann soll übersetzt heißen, lasst die Europäische Union sich tatsächlich um die großen Themen kümmern, uns aber nicht hier streiten über einen Krümmungsgrad von Gurken. Meine Damen und Herren, Frau Staatsministerin, Sie haben den deutsch-französischen Motor angesprochen. Wir Freien Demokraten unterstützen einige Initiativen des französischen Staatspräsidenten, etwa zur Digitalisierung oder zur Energieunion. Aber im Bereich der Bankenunion, die ja für Hessen und den Finanzplatz Frankfurt Auswirkungen hat, stehen für uns die Krisenfestigkeit und die Geltung marktwirtschaftlicher Prinzipien genauso wie freier Wettbewerb und die Haftung von Eigentümern und Investoren für die von diese eingegangenen Risiken im Vordergrund. Eine einheitliche europäische Einlagensicherung lehnen wir ab. Bei Stichwort Geld sind wir auch schon bei einem wichtigen Thema der nächsten Monate, der mehrjährige Finanzrahmen und die Strukturpolitik für die Jahre 2021 und 2028. Da frage ich mich dann schon, warum die Kollegen nicht mehr darauf eingegangen sind. Haushaltskommissar Günther Oettinger hat die Kommissionsvorschläge vor wenigen Tagen vorgestellt, auch wenn zu erwarten war, dass mit den Ausscheiden des Nettozahlers Großbritannien die Lasten neu verteilt werden müssen. Enthält der Vorschlag doch stark
diskussionswürdige Aspekte. Auf den ersten Blick ist es wenig verständlich, dass das Fehlen der britischen Anteils von 6 bis 7 Milliarden € zu einem Mehrzahlen Deutschlands von bis zu 10 Milliarden € führen soll. Die Zahlen passen erst einmal nicht übereinander. Die Freien Demokraten erkennen an, dass Mehrausgaben der EU im Bereich der Grenzsicherung oder der Terrorismusbekämpfung notwendig sind und begrüßen ausdrücklich die Steigerung beim Erasmus Plus und Horizont 2020. Wir vermissen aber den Willen der Kommission, diese Veränderungen und Verbesserungen auch durch eigene Haushaltsdisziplin zu erreichen. Mir kann keiner erklären, warum nach dem Ausscheiden Englands die Sitze im Europäischen Parlament so mir nichts, dir nichts einfach unter den anderen aufgeteilt werden. Meine Damen und Herren, ich glaube, das können Sie den Menschen auch draußen auf der Straße nicht erklären. Das wären ja schon einmal, das mögen Sie sagen, das macht den Kohl nicht fett, aber, meine Damen und Herren, das sind ja auch andere Dinge. Zum Beispiel der Reisetourismus des Europäischen Parlaments nach Straßburg. Wenn man weiß, welcher Umzugszirkus da jetzt immer noch stattfindet, meine Damen und Herren, damit erreichen Sie nicht viel Verständnis bei den Menschen, wenn es darum geht, dass mehr deutsche Steuergelder nach Europa fließen sollen. Und das, was auch mit Sicherheit ein landespolitisches Thema ist, das ist was neben der Strukturpolitik, das ist z.B., wie sich eine Bundesregierung dafür einsetzt, welche Auswirkungen europäische Beschlüsse dann z.B. auf den Automobilstandort in Hessen und in Deutschland haben. Opel als Stichwort ist eben genannt worden. Aber einer der größten Probleme, warum Opel jetzt darüber nachdenkt, schwere Einschnitte machen zu müssen, warum es darüber nachdenkt, Mitarbeiter entlassen zu müssen, hängt eben auch mit den EU-Vorgaben zusammen, die nicht von einer Bundesregierung dann entsprechend rechtzeitig verhindert worden sind. Und, meine Damen und Herren, die Einzigen, die sich darüber freuen, das ist nicht in Europa irgendein Land, sondern das sind die Chinesen, die voll auf Elektromobilität setzen. Wer die Reden der Chinesen gehört hat, die zu der Automobilausstellung jetzt aktuell in China, die sagen, die automobile Welt wird sich komplett verändern, und die, die die Nase vorn haben werden, das sind die Autobauer aus China, die übrigens nicht unbedingt selber Fahrzeuge bauen und auf den Markt treten, sondern z.B. heute schon 10% von Daimler-Benz halten oder ein traditionelles europäisches Unternehmen wie Volvo gekauft haben. Meine Damen und Herren, die lachen sich schlapp über die Politik, die wir hier in Europa machen. Meine Damen und Herren, das sind Vorgaben, wenn Sie fragen, und jetzt? Das kann ich Ihnen nur sagen. Da erwarte ich von einer Bundesregierung, dass sie sich rechtzeitig auch über die Auswirkungen eines Industriestandortes in Deutschland Gedanken macht, wenn sie solche Beschlüsse der Kommission durchgehen lässt. Übrigens, meine Damen und Herren, Frau Puttrich, das finde ich ja auch herzallerliebst bei dem, was Sie jetzt alles kritisiert haben. Frage ich mich natürlich schon an mancher Stelle, wie lange regiert denn die CDU eigentlich schon? Die ganzen Krisen, die wir haben, ob das Polen ist, ob das Griechenland ist, ob das die Währungsunion, all diese Fragen sind unter einer Kanzlerschaft von Angela Merkel passiert, meine Damen und Herren. Von einer Kanzlerschaft Angela Merkel. Man darf dann schon einmal sagen, das, was Angela Merkel in Europa kaputt gemacht hat, Helmut Kohl würde sich im Grabe rumdrehen. Er hat Jahre, Jahrzehnte gebraucht, um den europäischen Gedanken wirklich zu leben. Und Angela Merkel hat das sozusagen im Federstreich alles kaputt gemacht. Und das, meine Damen und Herren, da machen Sie dann leider Gottes, Sie gehen auch nicht darauf ein, was die Rechtspopulisten Ihnen dann an Vorwürfen machen. Und ich glaube, dass meine Frau Staatsministerin, die Ziele und Handlungsfelder für Europa, die Sie haben formulieren wollen, dass Sie diesen Erwartungen in Ihrer Regierungserklärung einfach nur einmal nicht gerecht worden sind. Aus Sicht der Freien Demokraten sollte es bei der Ausgestaltung eines europäischen Strukturfonds z.B. noch stärker als bisher die Digitalisierung berücksichtigt werden. Wir wollen, dass z.B. im Rahmen des Europäischen Sozialfonds ESF
die Weiterbildung mit Blick auf die Digitalisierung ein Programmschwerpunkt wird. Frau Puttrich, da hätten Sie mal etwas zu sagen können, wie das die Landesregierung sieht. Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten, und es ist Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Bürgerinnen und Bürger die Chancen der Digitalisierung auch wirklich nutzen können. Ich will nicht mehr großartig auf die Frage Brexit eingehen. Die Entscheidungen sind zu unserem aller Bedauern gefallen. Aber wir müssen sicherlich hinschauen, dass wir bei einer Jugendarbeitslosigkeit von 50 % z.B. in Spanien mal die Frage beantworten, was können wir als Hessen, als Region denn dafür tun, um diese Jugendarbeitslosigkeit, die mit Sicherheit ein gesamteuropäisches Problem ist, wie wir sie auch gemeinsam angehen können. Die letzten Impulse, die es dazu gegeben hat aus Hessen, sind leider dann von einem Wirtschaftsminister Florian Rentsch ausgegangen, der in dieser Landesregierung Boddenberg sieht lachen. Aber die Initiativen, Sie hätten es ja auch als Fraktionsvorsitzender weiter fortführen können. Es wäre Ihnen frei geblieben, die Initiative mit Spanien weiterzuführen, Herr Boddenberg. Also, so richtig Herzblut scheint da bei Ihnen da nicht drin zu stecken. Meine Damen und Herren, ich würde mir eine Landesregierung wünschen, die bei Regierungserklärungen auch einmal klar macht, was sie will, nicht nur eine Problembeschreibung. Das hat dann leider schon eine lange Tradition bei den Regierungserklärungen der letzten Zeit. Haben wir viele neue Impulse, vieles, das, was an Ideen aus dieser Landesregierung noch kommt, das haben wir vermissen müssen. Das geht leider so weiter. Das nehmen wir zur Kenntnis. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Als nächstes spricht zu uns Herr Abg. Utter für die Fraktion der CDU. Bitte schön, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wer die Zukunft gestalten will, muss die Vergangenheit kennen, Herr Schäfer-Gümbel. Deshalb nehme ich das Narrativ sehr wohl wieder auf. Morgen, am 23. Mai, jährt sich zum 400. Mal der sogenannte Prager Fenstersturz, der den Beginn des Dreißigjährigen Kriegs markiert. Eine der ganz großen Katastrophen in der deutschen und europäischen Geschichte. In meinem kleinen Wohnort Massenheim, welcher heute ein Ortsteil von Bad Vilbel ist, lebten zu Beginn dieses Krieges 1618 100 Menschen. Am Ende waren es nur noch 40. Hessen gehörte zu den deutschen Landstrichen, die besonders von den Verwüstungen der Soldateska heimgesucht wurden. Am Ende dieses Konfliktes steht der Westfälische Frieden, eine umfassende Friedensordnung für Deutschland, ein Friedensschluss, der erfolgreicher war als z.B. die Friedensverträge zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Versailler Vertrag, der vor bald 100 Jahren geschlossen wurde, trug das Scheitern schon in sich. Die Chancen einer europäischen Friedensordnung wurden vertan. Es bedurfte erst eines weiteren schrecklichen Krieges und weiterer Millionen Toter, bevor mit der Europäischen Gemeinschaft ein ganz neues Kapitel in der Geschichte unseres Kontinents aufgeschlagen wurde. Hessen liegt in der Mitte Europas. Daher hat unser Land auch besonders unter den europäischen Konflikten zu leiden gehabt. Man könnte hier viel erwähnen. Ich erinnere aber aus aktuellem Anlass an die Beispiele, z.B. die Zerstörung der hessischen Städte während des Zweiten Weltkriegs, was damals neben all dem menschlichen Leid an bedeutender historischer Bausubstanz verloren ging, kann man erahnen, wenn man heute auf dem Römerberg in Frankfurt die neu aufgebauten historischen Häuserzeilen betrachtet, die ja nur ein Bruchteil des historischen untergegangenen Teils der Altstadt ausmacht. Es ist nicht leicht und gar nicht selbstverständlich,
aus der Geschichte seine Lehren zu ziehen. 1945 hätte niemand sich vorstellen können, dass Europa einmal zum Synonym für Frieden, Freiheit und Wohlstand werden würde. 70 Jahre Frieden sind eine Besonderheit in unserer Geschichte. Und wenn, Herr Schalauske, dieses Europa so schrecklich ist, wie kann man sich erklären, dass die Menschen weltweit, wenn sie gefragt werden, wo sie gerne leben würden, immer wieder Europa nennen? Wir wollen, dass Frieden, Freiheit und Wohlstand, die für viele so selbstverständlich geworden sind, erhalten bleiben. Und ich bin mir sicher, dass uns dies nur mit einem starken Europa gelingen wird. Frieden und Wohlstand in Hessen sind aufs Engste mit Frieden und Wohlstand in Europa verbunden. Daher ist es eine der vornehmsten Aufgaben hessischer Landespolitik, sich für ein geeintes und starkes Europa einzusetzen. In den letzten Jahrzehnten unter den unterschiedlichsten Landesregierungen, Sie auch noch einmal hier, Jörg-Uwe Hahn, hat das europapolitische Engagement Hessens kontinuierlich zugenommen. Ich danke an dieser Stelle, unabhängig von Parteizugehörigkeit, allen früheren Europaministern und Staatssekretärinnen und Staatssekretären für ihren großen Einsatz und natürlich ganz besonders der jetzigen Europaministerin Lucia Puttrich für ihr couragiertes Auftreten, auch in schwierigen Missionen, wie zuletzt in der Türkei. Und ich kann es mir angesichts jüngster bebilderter Schlagzeilen nicht verkneifen, unserem Europastaatssekretär Marc Weinmeister ausdrücklich dafür zu danken, dass er beständig die Mühen auf sich nimmt und vor Ort in Europa für die hessischen Interessen eintritt. Jeder Cent seiner Reisekosten ist gut angelegtes Geld für die Zukunft unseres Bundeslandes. Denn das Projekt Europa ist kein Selbstläufer. Es bedarf unserer aller Anstrengungen, auch auf der Ebene der Landespolitik. Unsere Regionalpartnerschaften innerhalb der EU sind vorbildlich. Gemeinsam mit der Emilia-Romagna, der Wielkopolska und der Nouvelle-Aquitaine vertreten wir unsere Interessen im Mehrregionenhaus in Brüssel. Und dieses Mehrregionenhaus, ich freue mich auch, dass Herr von Heusinger die Debatte mitverfolgt, und sein Team, Herr von Heusinger und sein Team, sorgen dafür, dass dieses Mehrregionenhaus wirklich ein Kommunikationszentrum in Brüssel ist, wo zum einen hessische Interessen formuliert werden, aber auch wo Kommunikation und Austausch über die Grenzen Hessens hinweg erfolgen kann. Es ist wirklich eine tolle Einrichtung, die von allen sehr geschätzt wird. Und in einer Partnerschaft ist es aber dann auch möglich, dass auch Kritisches angesprochen werden kann. Beim Dialog z. B. mit unseren polnischen Partnern kann auch über die Justizreform gesprochen werden und warum wir das so kritisch sehen. Und wir stellen fest, dass in Polen die Meinungen dazu eben nicht einheitlich sind. Das ist ja immer wieder der Fehler, der dann gemacht wird, dass gesagt wird, die Polen. Polen ist ja ganz unterschiedlich. Es besteht aus vielen Parteien, und unsere Partner z. B. in der Wielkopolska sehen diese ganze Justizreform ausdrücklich anders als ihre Zentralregierung. Die Region Wielkopolska profitiert ganz besonders von der Mitgliedschaft in der EU. Dabei hat auch die Partnerschaft mit Hessen geholfen, die ja schon vor dem EU-Beitritt geschlossen wurde. Hessen hat damals einen Beitrag geleistet, um Polen an die EU heranzuführen. Doch, und das ist auch erlaubt zu sagen, Solidarität ist keine Einbahnstraße. Das Verhalten Polens und anderer Länder in der Flüchtlingskrise ist nicht akzeptabel. Solidarität heißt, dass man sich eben gegenseitig hilft. Ich bin überzeugt, dass wir – und das wurde mehrmals gefragt, konkrete Dinge – ich bin überzeugt, dass wir als Hessen bei der Integration des Westbalkans
erneut hilfreich sein können. Alle aufrechten Europäer müssen ein Interesse daran haben, dass der Balkan nie wieder, wie zu Beginn der 90er Jahre, zu einem Brandherd wird. Daher war es richtig, dass der EU-Gipfel in Sofia noch einmal das Ziel, die Mitgliedschaft in der Europäischen Union, deutlich gemacht hat. Allerdings zählt hier nicht ein bestimmtes Datum, sondern die Fortschritte bei der wirtschaftlichen und politischen Integration. Doch man müsste ja blind sein, um nicht zu erkennen, dass fremde Mächte in dieser Region zündeln. Der Wahlkampfauftritt des türkischen Präsidenten Erdogan am Wochenende in Sarajevo, Bosnien-Herzegowina, war mehr als unglücklich. Mit seinem nationalistischen Geschwätz von der osmanischen Ohrfeige störte das Zusammenleben nicht nur in Bosnien, sondern in ganz Europa. Rasant hat sich die Türkei von Demokratie und Pressefreiheit verabschiedet. Seine osmanischen Großmachtträume werden die Türkei ins Unglück stürzen. Heute gibt es für eine Mitgliedschaft der Türkei in der EU keine ausreichende Mehrheit. Präsident Erdogan hat mit seinen unsäglichen Auftritten die Tür selbst zugeschlagen. Seit einigen Jahren gibt es eine Partnerschaft des Landtags mit dem Regionalparlament der serbischen Provinz Vojvodina. Der nächste Landtag wird beraten müssen, wie diese Parlamentspartnerschaft mit noch mehr Leben zu füllen ist. Möglicherweise ergibt sich hieraus auch ein Ansatzpunkt für ein hessisches Engagement bei der Integration des Westbalkans. Leider, und ich bedauere das sehr, sind die Beziehungen zu unserem langjährigen Verbündeten, den USA, zurzeit gestört. Über viele Jahrzehnte unterstützten die unterschiedlichsten amerikanischen Regierungen die Fortentwicklung der Europäischen Union. Jetzt wird Europa nur noch kritisch gesehen. Das heißt, die Europäer müssen nun auch mehr Verantwortung übernehmen für ihre Sicherheit. Aber ich sehe das anders als mancher Vorredner. Die momentane Diskussion auf Bundesebene über einen bestimmten Prozentsatz von Verteidigungsausgaben, das scheint mir wirklich nicht zielführend zu sein. Die Frage muss doch ganz anders gestellt werden. Wie hoch müssen die deutschen Verteidigungsausgaben sein, damit wir unsere Aufgaben in einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft erfüllen können? Das aggressive Verhalten Russlands, das seinen sichtbaren Höhepunkt im schmutzigen Krieg in der Ostukraine und der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim erreichte, macht es notwendig, dass die EU in der Lage ist, die Unversehrtheit ihrer Grenzen auch militärisch durchsetzen zu können. Schwäche macht unsere Friedensinitiativen unglaubwürdig. Ich würde mir wünschen, dass Europa und Russland den Weg zu einer gleichberechtigten Partnerschaft finden. Der Vorteil für beide Seiten wäre enorm. Doch zurzeit scheint man sich im Kreml am meisten von einer Schwächung, wenn nicht gar von einem Auseinanderbrechen der EU zu erhoffen. Dies ist eine kurzsichtige Politik. Das Vorgehen Russlands gegenüber der Ukraine war auch ein großer Rückschritt, was den Abbau von Atomwaffen angeht. Die Annexion der Ukraine ist eine eindeutige Verletzung des Budapester Memorandums. Dieses Memorandum wurde am 5. Dezember 1994 im Rahmen der KSZE-Konferenz unterzeichnet. Im Memorandum verpflichteten sich die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Russland in drei getrennten Erklärungen jeweils gegenüber Kasachstan, Weißrussland und der Ukraine als Gegenleistung für einen Nuklearwaffenverzicht die Souveränität und die bestehenden Grenzen der Länder zu achten. Durch die eklatante Vertragsverletzung durch Russland sind die Chancen, dass jemals wieder ein Land auf seine Atomwaffen verzichtet, sicherlich nicht gestiegen. Und auch die Politik der derzeitigen US-Regierung leistet keinen Beitrag dazu, dass das Problem der Verbreitung der Atomwaffen begrenzt werden kann. Europaministerin Puttrich
hat in ihrer Regierungserklärung die Herausforderungen beschrieben, vor denen Europa steht. Wenn wir wirtschaftlich erfolgreich bleiben wollen, dann dürfen wir den Anschluss bei der Digitalisierung nicht versäumen. Von Europa müssen auch in Zukunft Innovationen ausgehen. Das heißt, wir brauchen eine kluge Forschungspolitik, die unsere Potenziale vernetzt. Die Vielfalt und Kreativität Europas müssen wir als Chance und nicht als Nachteil begreifen. Nationalismus und Populismus, egal ob von links oder rechts, der den Egoismus schürt, sind nicht geeignet, um die Zukunft zu gestalten. Anlässlich der Europawoche haben wir wieder erleben können, dass viele Schülerinnen und Schüler sich intensiv mit Europa beschäftigt haben. Wir setzen uns für einen vermehrten Austausch von jungen Menschen ein. Nicht nur beim Studium, sondern auch bei der Ausbildung sollte ein Aufenthalt im europäischen Ausland zum Standard gehören. Die Jugendlichen in Europa müssen erfahren, dass sie gebraucht werden. Die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit muss Priorität haben. Da stimme ich den Vorrednern zu. Aber es muss auch erlaubt sein, dass man fragen darf, ob das, was in Schule, Studium und Ausbildung in Teilen Europas gelehrt wird, überhaupt geeignet ist, um einen Arbeitsplatz zu finden. Denn die Akademisierung weiter Bereiche hat nicht dazu geführt, dass die Chancen auf dem Arbeitsmarkt für die jungen Menschen besser geworden sind, sondern geradezu im Gegenteil. Deshalb nur die Jugendarbeitslosigkeit zu beklagen, ist zu wenig. Man muss auch nach ihren Ursachen fragen, und da muss man schon bei der Ausbildung ansetzen. So wie es zum Standard gehört, dass man Englisch lernt im Schulunterricht, sollte man aber die Vielfalt der Sprachen in Europa nicht aufgeben. Daher spreche ich mich ausdrücklich dafür auf, dass wir auch andere Sprachen weiter lernen und lehren in Europa, weil das Erlernen einer Sprache öffnet immer wieder auch eine fremde Kultur. Wir haben in Europa schon viel erreicht. Wirtschaftlich sind wir sehr erfolgreich. Kein Mitgliedsland der EU geht es heute schlechter als wie zu seinem Beitritt. Und selbst da, wo Probleme waren, wie in Portugal, Spanien und Griechenland, die von der Wirtschaftskrise besonders betroffen waren und die eine hohe Verschuldung haben, kann man deutliche Fortschritte erkennen. Und ich finde es schon merkwürdig, wenn ein Sozialist in Griechenland sich seiner Erfolge rühmt, dass er so viel Kritik von den Linken hier in Hessen erfährt. Aber vielleicht sind das verschiedene Gesichtspunkte, wie man das ansehen kann. Europa ist durchaus in einem schwierigen Fahrwasser zurzeit. Es wurde erwähnt, Brexit und der Austritt Großbritanniens. Doch jede Krise bietet auch eine Chance. Es ist die Chance, darüber nachzudenken, wie es mit Europa weitergehen soll, welche Reformen notwendig sind. Die Zukunft der EU sollte deshalb auch das beherrschende Thema der Europawahl 2019 sein. Meiner Meinung nach brauchen wir mehr Klarheit bei den Institutionen und ihren Kompetenzen. Das Europaparlament muss zu einer wirklichen, repräsentativen, gesamteuropäischen Volksversammlung werden. Das heißt, dass europäische Listen zur Wahl stehen mit Spitzenkandidaten. Das Europäische Parlament braucht ein uneingeschränktes Initiativrecht. Die Europäische Kommission muss gemeinsam von Parlament und Rat bestimmt werden. Bei der Reform der EU müssen wir aber darauf achten, die Grundsätze der Subsidiarität einzuhalten und nur dort europäisch zu handeln, wo dies einen Mehrwert für die Menschen bringt. Denn nur so können wir die Akzeptanz und Zustimmung zu Europa gegen nationalistische Tendenzen verteidigen. Die Bundesregierung hat mit dem Berliner Koalitionsvertrag deutlich gemacht, welch hohen Stellenwert sie der Europapolitik beimisst. Deutschland ist bereit, auch finanziell seinen Beitrag zu leisten, damit die Europäische Union ihre wichtigen Aufgaben erfüllen kann. Doch eine Vergemeinschaftung der Schulden wird es mit uns nicht geben. Hilfe ja, aber Hilfe zur Selbsthilfe. Denn niemand soll aus seiner Verantwortung entlassen werden. Applaus
Am 28. Oktober wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Gleichzeitig werden die Bürgerinnen und Bürger über 15 Verfassungsänderungen abstimmen. Besonders angetan hat es mir der neue Artikel 64. Er lautet: Hessen ist ein Gliedstaat der Bundesrepublik Deutschland und als solcher Teil der Europäischen Union. Hessen bekennt sich zu einem geeinten Europa, das demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen sowie dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist, die Eigenständigkeit der Regionen wahrt und deren Mitwirkung an europäischen Entscheidungen sichert. Ich wünsche mir für den 28. Oktober, dass von Hessen ein klares und eindeutiges Bekenntnis zum geeinten Europa ausgeht, dass dieser Artikel mit großer Mehrheit angenommen wird. Ein starkes Hessen in einem starken Europa. Vielen Dank, Herr Utter. Wir sind am Ende der Aussprache angelangt. Damit ist die Regierungserklärung entgegengenommen und besprochen.